Sven Marquardt, der Türsteher des berühmt-berüchtigten Berghain und bekanntes Berliner Gesicht, ist vor allem eins: Fotograf. Vor kurzem erschien sein neues Buch mit dem Titel Heiland, in dem Fotoserien aus den Jahren 2006 bis 2008 zu sehen sind. Ja, die erste Geschichte von Heiland war ausschließlich noch in Schwarz-Weiß. Das war Erzengel. Hier waren es irgendwie drei Berufsgruppen: Butcher, Baker und Candlestick-Maker. Ja, und das haben wir halt dann noch ein bisschen erweitert. Es war dann für die zweite Serie für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, auch in Farbe zu fotografieren. Für Gefallen. Für Shame on You. Das war die dritte und letzte Serie. Haben wir hier unten in der Halle fotografiert. Da ging es halt um Gefängniskleidung der 30er Jahre. Für Marquardt eine Rückbesinnung auf sein eigentliches Handwerk, die Fotografie. Denn dort liegen seine Wurzeln. Ich habe also zu Ostzeiten Fotograf und Kameraassistent gelernt, damals beim Fernsehen, bei der DEFA. Und habe dann Anfang der 80er Jahre angefangen, am Prenzlauer Berg, im Freundeskreis, in meinem Umfeld, Fotos zu machen. Doch mit der Wende kommt die große Ernüchterung. Es war halt die Zeit des Umbruchs, Aufbruchs und die große Freiheit stand auf einmal da, von der man immer geträumt hat. Er war auf einmal da und es war auf einmal alles möglich. Und die Illusion, auch für Magazine international zu arbeiten, die verpuffte auch ziemlich schnell. Also weil kein Mensch kannte mich. Diese kleine Ost-Berlin-Welt war halt irgendwie schon sehr weit weg von dem eigentlichen marktwirtschaftlichen Leben. Marquardt wird Türsteher. Erst Jahre später findet er wieder zur Fotografie. Das, was mich irgendwann auch in den 90ern verlassen hatte, war beim Fotografieren so ein leidenschaftlicher Moment. Der kam dann wieder zurück, ungeplant, einfach aus mir heraus. Ich habe ausschließlich immer schon nur Menschen fotografiert. Gerade irgendwie vor ein paar Tagen erst gelesen, dass Porträts eigentlich die Sehnsucht nach Unsterblichkeit sind. Man hält irgendwas für einen Augenblick fest, obwohl es natürlich schon in der nächsten Sekunde auch wieder vergänglich ist.